So, wir sind aus Versehen ein kleines Menü zu weitergegangen, aber willkommen zu diesem Partie Euro 12, nämlich Ukraine gegen Frankreich. Damit beendet sich langsam der zweite Spieltag der Euro. Vor allem der Gruppe D ist Spannung auf jeden Fall hier drin. Das erste Spiel England gegen Frankreich 0:0, dann hat Schweden gegen Ukraine gewonnen und jetzt England gegen Ukraine, also spannende Gruppe. Jo, die Rechte von der Ukraine sind leider nicht ganz da, deshalb keine Ahnung, wer jetzt dabei spielt. Das hier könnte Voronin sein. Rein, falls das Voronin ist, dann tue ich mal rein. Das hier könnte Shevchenko sein, könnte aber auch der sein, könnte auch hätte, der hätte sein. Hätte Fahrradkette. Leider kenne ich keinen davon. Zum Glück bin ich Frankreich. Jo, Frankreich steht Ukraine. Ukraine natürlich klar mit Heimvorteil, aber natürlich trotzdem Frankreich klarer Favorit. Klarer Favorit. Du bist in den letzten Spielen immer Favorit gewesen. Nein, Irland. Außer Irland gegen Spanien. Jo, die Aufstellung der Ukraine, ihr seht schon, keine lizenzierten Spieler dabei. Schade. Tomaschuk heißt gleich, Timaschuk. Und Frankreich hier mit einer super Mannschaft. Wenn Frankreich gewinnt, dann kommt auf jeden Fall zum Entscheidungsspiel Frankreich gegen Schweden. Ich denke, da würde Schweden sich durchsetzen. Denn ich werde Schweden sein. Und ich habe Ibrahimovic. Das kann sage ich dir nach dem Spiel. Was? Obwohl, das ist wie so ein unlizenzierter Spieler. Jo, also, ich glaube, so ein unlizenziertes Team wollen wir gerade im Viertelfinale lassen. Es laggt gerade, es laggt. Warum laggt? Das liegt daran, weil die Franzosen gerade Baguette waren. Nee, jetzt einfach Slack. Ja, sag ich den Franzosen. Ja, hat aufgehört. Die Franzosen backen ihr Baguette. So, jetzt. Ukraine hat es probiert mit einem schnellen Kombinationsspiel. Guter Zweikampf gerade. Die Ukraine sind natürlich hier in die generell in der Gruppe krasse Außenseiter. Müssen gewinnen. Wäre nicht schlecht, wenn sie gewinnen, ja. Zumindest einen Punkt müssen sie gewinnen. Wechsel ist klasse. Danke, die Mitte. Auf den unbekannten Spiel. Ja, die sind alle unbekannt. Ich weiß, weil ich kenne auch so schon ziemlich wenig Ukrainer, der jetzt auch noch ohne richtigen Namen ist, natürlich doppelt schwierig. Das macht ehrlich gesagt doch keinen Spaß mit Ukrainer dazu zu. Ach nee. Der war nicht die richtigen Trikots, der hat gar nichts richtig. Gerade was für die richtigen Nationalflaggen. Vor allem Ukraine ist halt ein Gastgeberland. Wir wollen halt wie gesagt zurückkehren. Mr. Lag ist wieder da. Mega Lag! Und ich habe ja jedes Spiel von Ukraine, beim letzten gegen Schweden war auch mega Lag da. Ja, Ukraine hat einen Lag. Riesigen Bug. Der hat halt keine Lizenz, das dreht mein PC auf. Bam! Was glaubst du auch, dass ich kein PES spiele? Da bist du nur noch am Laggen, weil mein PC das aufregt. Mit unlizenzierten Mannschaften zu spielen, da flippt er aus mein PC. Der unbekannte Torhüter hat den Ball. Unbekannter Spieler 1-2-3 hat den Ball. Unbekannter Spieler 3-2-1 hat den Ball. Jo, das ist natürlich etwas kacki ist, dass sie hier nicht die richtigen Namen haben, aber ich glaube, das eine war gerade Timoschuk. Alter, lauf doch! Wow. Mutiger Pass und Wechsel. Ja, spielt bei Milan da schon extrem mutig. War letzte Saison gar kein Stammspieler, da hat Nesta und Thiago Silva gespielt, aber nächste Saison wird er gute Chancen haben, denn Nesta hat seine Karriere beendet. Also zumindest ist er von Milan weg. Wohin aber Karriere beendet, ist glaube ich noch nicht ganz so bekannt. Eigentlich soll er Karriere beenden. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Gattuso hat ja auch aufgehört, genauso wie Pipo Inzaghi. Zapata ist von Milan weg, also da ist auf jeden Fall ein kleiner Umbruch gerade am Start. Timoschuk! Ah, der kriegt den Ball nicht, der hässliche Stürmer da. Ich glaube, die Nummer 9 um ist Shevchenko. Das soll ihr darstellen, so ungefähr. Oh, der hässliche Drecksack. Timoschuk! Lol! Was macht der? Ja. Ja, klar. Wo zieht der ab? Oder wo zieht der hin? Ja, das ist echt eine gute Frage, wo das eigentlich zieht. Oh, lag das gerade. Egal, lag. Ist ein kleines bisschen nervig. Ein Mega-Lag, hexiger Hacker hat sich auf deinem PC eingeinstalliert. Aber auf PC. Hallo, gib mir den Ball, ich bin Frankreich, danke. Hallo, ey, komm! Gib mir den Ball, ich bin Ukraine. Rot. X-Rot, gelb von. Anatoly Volosin. Das ist könnte Voronin sein. Könnte, muss aber nicht, aber man könnte. Er könnte. Ja, darf es ja nur vermuten, wir sind ja keine Lizenzen. Jo, wir sind ja keine Lizenzen, wir dürfen ja hier mit Lizenzen rumwerfen. Sonst werden wir in Prager gestellt, weil wir Ukraine heimlich Lizenzen gegeben haben. Ah, der unbekannte Spieler trifft nicht. Oh, Goal! Tomaschuk trifft die Nummer 6. Das könnte Tomaschuk sein. Tomaschuk trifft aus dem Kopfball, außerhalb vom 16er. Weltklasse. Schlecht von Frankreich gemacht oder unglücklich von Loris. Dann macht er das und schön über Loris drüber. Sauer. Ukraine geht in Führung gegen die Franzosen. Na, die Baguettefresser haben es jetzt etwas schwieriger. Jo. Schwieriger kann man es so sagen. Müssen dann gegen Schweden gewinnen. Noch kurze Informationen, unsere eigene Homepage könnt ihr wieder anschauen, findet ihr auf unserem Kanal verlinkt. Ansonsten Wunschpartien sind natürlich noch gestattet, am besten ihr nehmt eure Wunschpartien, das ist am geilsten. Sonst noch irgendwas, was ich kurz noch so sagen will, so informationstechnisches, bevor es jetzt mit dem Fußball weitergeht. Nicht, oder?
Nö. Nö. Ja, die Fanseite von Mr. Klaus, 322 wird auch besucht, ist auch cool. Ja, ich nicht. Das war so an Informationen. Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf Fußball. Habt ihr euch das alles notiert? Ich hoffe ja. Was sind das für hässliche Hurensohn? Richtig, was ist das für ein hässlicher Hurensohn, Ribéry? Der hat wohl zu viel Baguette im Arsch. Lol. Warum schiebt er sich Baguette im Arsch? Frag ihn doch. Nee, Baguette, der Ribéry müsste das Baguette im Arsch stecken. Ja, gut gemacht. Abseits, offside, offside, offside. Ukraine macht Party gegen die Franzosen. Macht Hoffnung auf das Viertelfinale. Ja, das wird dann wohl auch ein entscheidendes Spiel. Das wäre ein spannender Spieltag, wenn Ukraine wieder gewinnt. Jo, der Gruppe D ist doch alles, in der Gruppe D ist doch alles offen. Aber auch in den anderen Gruppen, also Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D, alles offen. Könntest du reinschauen ins dritte Spieltag? Ich hoffe, die kriegen wir doch vor Beginn der normalen Euro fertig. Bin ich mal selbst gespannt. Jetzt ist schon wieder die Ukraine. Ukraine! Oh, schon wieder geblockt. Oh, Max ist schlecht. Schlecht gemacht von Max. So jemand spielt bei mir dann. LOL! LOL! Wow, schöner Pass da in die Mitte und dann kriegt er den Ball nicht rein. Verdient die Führung von Ukraine. Ja. Meine Meinung. Absolut. Frankreich ist nicht ganz hier in der Euro angekommen. Ja, die Grande Nazione ist nicht so ganz gut hier. Ja, gegen England 0-0 war ja noch ein akzeptables Ergebnis, würde ich mal sagen. Aber hier, falls es hier zu Niederlage gekommen sollte, wäre das nicht so toll. Aber Frankreich macht halt aber aus den großen Chancen nichts, die sie haben. Gerade durch Konter. Gerade Herr Franck Ribéry ist schon zweimal frei vom Tor, beides mal verkackt. Jetzt das dritte Mal. Usch! Das war ja kein... Nicht schlecht. Das war die gefährlichste Situation. Obwohl es die ungefährlichste Schussposition war. Lol, wie er mich anpasst. Oh, wieso soll ich denn anpassen? Sei doch froh, dass ich versuche, dich anzupassen. Gut, also Frankreich versucht jetzt etwas mehr Druck zu machen, da bleibt natürlich Raum für die Ukraine im Angriff. Wie man hier sieht, es geht ganz einfach. Zu einfach. Alter, es war stark gespielt. Roher Huhn. Ein rohes Huhn. Schreibt doch mal die Kommentare, habt ihr schon rohes Huhn gegessen? Wieso? Offside, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Ja, sauber gemacht. LOL, ich hab doch auf Flank gedrückt, du Fuckgesicht! Ritz dich doch weiter! Ja, bis jetzt im Gesicht hab ich schon angefangen mit Ritz. Nee, mach aber keinen Spaß, war ein Auto. Ja, weil er sich gerade geritzt hat und seine Mutter beim Autofahren nicht davon abhalten musste. Ist so labisch, ist so scheiße. Ey, komm! Weg mit der Bille! Kanowski! Kevin Kalle, passt. Hätte ich auch mal einen richtigen Namen gehabt, aber. Hat sich umtaufen lassen extra für die Euro. Mit unlizenzierten Namen. Der Name war unlizenziert. Aber wieso, dass in Ukraine lizenziert ist, dass das Land nicht Ukraine heißt. Irgendwie anders halt, aber es Ukraine heißt. Oh, Benzema! Ach, scheiß Franzosen. Haben echt alle ein Baguette im Arsch. Ja, beim Ribéry, das ist schon ein paar ziemlich gute Möglichkeiten verkackt hier für dich. Aber es ist ja mir, ich freue mich dran. Ja, hallo, Dankeschön. Komm! Dankeschön. Mama, ich muss unbedingt klopfen, weil es mir Benny gestern gezeigt hat. Ja. Benzema! Ja! Überfällig! Scheiße. Benzema! Aber der war schon wieder einer, weil der verkennt im Arsch und hat die Zone getroffen. Ja, Riere, weißt du, was er immer war? War Guena. War natürlich schon wieder ein Unentschieden für die Unentschieden-Franzosen bei uns. Schreibt es doch mal in die Kommentare, sind die Franzosen auch Unentschieden-Franzosen? In echt? Wie es aussieht. Also die Ukraine holt noch einen Sieg. Oder die Franzosen. Oder die Franzosen, oder die Ukraine. Da ist Lugo Lugistan! Goal! Kossara! Party in der Ukraine! Herrlich! Sauber gemacht! Lawrence ausgedancelt! Dieser wollte ich nicht lupfen. Die haben alle ein riesiges Baguette im Mund. Und hier, schön gemacht! Und Lawrence muss in diesen Stürmer, der Stürmer macht das natürlich eiskalt. Ukraine-Dom, 2-1 für die Ukraine. Für die Gelb. Wie viele Spiele habe ich eigentlich jetzt in der Aufnahme gewonnen? Wie viele du? 2-2. Sauber. Das wird, ab du hast höher gewonnen als ich. Ich habe jetzt mal nur so knapp gewonnen. Bis dann. Bis lang, bis lang.
klar. Ach, Mann, Mann. Mann, 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 was soll das denn? Los geht's, alle Mann in die hintere Reihe. Ja. Vergesst einfach, was ich gerade gelabert habe. Jetzt immer auf, Ribéry! Der musste verdammt groß. Der musste verdammt großes Paket im Arsch haben. Das ist echt von Ribéry. Kannst du ohne das Wort Paket beschreiben? Olli! Der war schön reingegangen, man hat lass ihn weiterlaufen. Der wird so richtig schön butterweich rein. Ich kann Ribéry nicht ohne das Wort Paket beschreiben. Dann beschreib mal wieder Nasri. Paket im Arsch. Ich denke, Manchester City ist eine deiner Lieblingsmannschaften, Mongo. Aber im französischen Trikot hat er halt ein Paket im Arsch. Oh Mann! Mama, ich muss unbedingt lupfen! Ja, ich will dich unbedingt noch überlupfen. Mit der Ukraine. Gegen Frankreich. Und kassiert dann noch das 3:3? Nö. Will ich nicht sagen. Das ist einfach mein Abschiedsrichter. Das ist aber mal gut. Nachspielzeit. Ja, danke. Loris! Oh, Mann. Ach, läuft doch noch wegen weiter, du Mongo. So, nicht so auf Mongo, sonst geht's wieder als rassistische Beleidigung. Lass ich dich nicht eigentlich durch die Luft, das sowieso nur. Oh, Ukraine gewinnt gegen die Franzosen! Oli, Oli, Oli! Lach Loris ein Baguette im Arsch, siehst du? Oli, oh Gott! Herrlich! Und der Mann, Spieler des Spiels. Der Mann! Sau ich gemacht, sagen, die Ukraine gewinnt! Und wir sehen uns gleich in Gruppe A wieder! Nö, Wunschpartien. Wunschpartien, ja, wir sehen uns gleich in den Wunschpartien wieder. Tschüss!